Hallo liebe Fortuna-Freunde, endlich ist es soweit. Ein Endspiel steht an. Es ist nämlich DFB-Pokal. Da gibt's nur Hopp oder Top oder wie Van Gaal sagte, Tod oder Gladiolen. Yes, und in der ersten Runde gibt's blöderweise da Treffen mit einem Ligakonkurrenten. Fortuna muss zu Arminia Bielefeld, weil die nur 15. geworden sind, also in den Amateurtopf gerutscht sind. So, und hier haben wir die Elf, die Aue 2:0 geschlagen hat. Die kann nur so nicht bleiben, weil Lukas Schmidt ist gesperrt, ja, weil er im Pokal in Hannover die rote Karte sah. Genau. Nach einem bösen Foul, eine Viertelstunde vor Schluss. Der ist für 3 Spiele gesperrt, also in der ersten Runde jetzt auf jeden Fall. Wer kommt denn rein, Torju? Meinst du? Völlig klar, Kapitän Oliver Fink ist wieder fit. Er kommt in die Mannschaft, er wird gebraucht. Yes. Dann haben wir Nico Gieselmann und Ilas Bebu, beide angeschlagen, beide nicht voll durchgezogen im Training diese Woche. Funkel gab Entwarnung, können spielen, sind einsatzbereit. Was sagst du? Ich würde sagen, die bleiben, oder? Die bleiben todsicher. Funkel hat nie dran gezweifelt, dass sie spielen können. Also wird er die Formation auch nicht groß ändern. Never change a winning team. Der Friedhelm Funkel ist sowieso ein Freund von Kontinuität. Deshalb wird er nur diesen Tausch 1:1 vornehmen, ja. Fink für Schmidt. Wir glauben auch, dass die 4-4-2 spielen, ne? Nicht mit einer Dreierkette. Sie spielen 4-4-2, das hat in Aue gut geklappt. Es ist ein Auswärtsspiel, das ist die leicht defensivere Variante. Und er hat noch immer die Möglichkeit, im Zweifelsfall bei einem Rückstand umzustellen auf das 3-5-2-System. Ja, Harvard Nielsen ist verletzt, der muss raus. Jörg Zimmer, neu dazugekommen vom VfB Stuttgart, steht wahrscheinlich im Kader, spielen glauben wir nicht. Glauben wir erstmal noch nicht, kann sein, dass er eingewechselt wird, dann eine Chance bekommt. Das gleiche gilt für Flo Neuhaus, falls die Fortuna mal ein Problem in der Offensive haben sollte, wäre er eine Alternative. Also ist das unsere Elf für Bielefeld? So ist es.